Ja, wir können eigentlich faktisch schon die Ziellinie sehen. Willkommen am 29. Spieltag hier in der Intercarena in Hamburg zum Spiel zwischen dem 3. und dem 12. Ja, Lucien Favre, der Trainer von Gladbach, ist immer noch da. Also der hat wirklich nicht nur 7 Leben wie eine Katze, der hat wahrscheinlich 72, keine Ahnung, so oft wie der schon entlassen werden sollte. Die erste Chance für seine Mannschaft, für die Gladbacher, Hilbert mit einem Alleingang durch die aufgerückte Hamburger Abwehr aus 18 Metern. Probiert das dann, aber das ist natürlich für einen Torwart vom Format eines Adler kein Problem. Jetzt haben wir die erste Möglichkeit über Wangelik und den heute vorne spielenden Imo Ezekiel, der leider hier den Abpraller knapp verpasst. Jetzt haben wir eine Chance, Beister, Wangelik, wieder Beister. Ah, der verzieht hier. Also ja, es kann nicht immer so laufen wie gegen Moskau, wo er 2 Tore schießt, der gute Maxi. Aber er ist ja auch kein Stürmer, also von daher, das ist kein Problem. Nächste Chance, die ist auch nicht schlecht. Tobias Schreiner, der Keeper von Gladbach, trifft den Ball nicht richtig. Simon Kjær lädt Ezekiel ein. Und der hämmert das Leder mit links drüber. Also momentan sind die Stürmer, die starten bei uns, an Harmlosigkeiten nicht zu überbieten. Ob das jetzt Paco ist oder heute der Ezekiel. Es wird einfach so viel versemmelt, dass man das teilweise echt gar nicht glaubt. So, Ezekiel gegen Dominguez, der Klapperer Verteidiger. Kann sich durchsetzen, keine Eingriffsmöglichkeit oder keine Not einzugreifen für den guten Tobias Schreiner, Nachfolger von Ter Stegen. Samuel Stiesen ist wieder durch. Torwart fliegt unter dem Ball hindurch und Ezekiel ist zu überrascht. Leck mich doch. Ich lasse mal den Paco warm laufen. Also das ist ja, das ist furchtbar, wenn man sich das so anguckt. Ich meine, der hat eine 2, aber warum hat er eine 2? Bei den Chancen, die er schon versemmelt hat. So, jetzt probiert's mal Stöger. Also jeder darf hier mal. Knallt das Ding aber ins Hochparterre des Stadions. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Also quasi im Sergio Ramos Elfmeter gegen Bayern-Style. Gelbe Karte Wangelig. Ich glaube, da müssen wir mal rein, weil das natürlich eine zentrale Position ist. Und da hast du dir mal schnell die 2. abgeholt, wenn du da nicht aufpasst. Also momentan sind wir hier absolut her im Haus. Bin aber mal gespannt, ob das auch mal wirklich umgesetzt wird. Momentan nicht. Das ist mal wieder tragisch, ne, wenn man das hier so sieht. Wir haben jetzt die 9. Möglichkeit. Gladbach hatte eine. Und es steht trotzdem noch 0-0. Und das ist schlecht. Jetzt haben wir nach der Ecke die Chance. Imo Ezekiel bekommt den Ball irgendwie, zieht entschlossen ab. Beister steht da. Und ich glaube, das Ding ist nicht drin. Doch, das ist wirklich ein Tor. Kurios, wie man es selten sieht. Nach einer Ecke von Stießen, Ezekiel und Beister, der kann eigentlich gar nichts dafür. Der kann eigentlich gar nichts dafür und macht das Tor hier. So, nächste Gelbe für Daniel Ahmed Sad Abdallah, der hier einen Fehler von Wangelik ausbügeln musste. Tja, also die beiden Abonnenten hier in Co-Produktion haben sich hier die Gelben geteilt. Tja, wir führen und das ist wirklich verdient. Absolut. Gladbach muss offensiver werden, das stimmt. Aber wegen mir können die auch gerne so harmlos bleiben. Hinspiel übrigens 1-1 ausgegangen. Lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Und ja, ich lobe trotzdem Ezekiel, war ja auch im Tor beteiligt jetzt. Indirekt. Also sein Schuss, der wurde ja von dem guten Beister abgefälscht. Hoogland ist wieder klasse gewesen mit einer 2, wieder sehr unauffällig. Auch Sad Abdallah kann ich auch mal loben. Ich denke, da wäre sogar die Note noch ein bisschen besser gewesen, wenn er die Gelbe nicht bekommt. Und die beiden Innenverteidiger demotivieren wir. Obwohl die ja, wie gesagt, sehr wenig zu tun hatten. Jonathan Tah und Chiellini. So, Massagen bekommt Chiellini eine. Ich würde sagen Hoogland. Und auch der, ja, Wangelik nehme ich vielleicht mal raus, nicht, dass der Gelb-Rot bekommt, vielleicht dann doch eher noch Stöger vorne. Da haben wir zwar mit Meier auch einen sitzen, der reinkommen könnte.
Aber ja, du kannst theoretisch dann auch sagen, ich gehe auf zwei Offensive. Dann nimmst du Mangelik raus, Reinhardt hinten der Einzige, der da noch bleibt. Das sehen wir mal. Für die linke Verteidigung habe ich natürlich jetzt keinen dabei. Das ist ein bisschen blöd. Also Saad Abdallah muss sich da jetzt echt zusammenreißen. So, Kim lass ich wieder hinsetzen. Und wir sollten jetzt hier genauso weiterspielen wie in Halbzeit 1. Das war nämlich richtig klasse. Also wenn wir die Chancenverwertung mal ausnehmen. Freistoß Chiellini mit Gewalt aus großer Distanz. Aber für einen Bundesliga-Torwart darf das eigentlich kein Problem sein. Wenn da nicht unbedingt jetzt Roberto Carlos geschossen hätte. Den ihr mit Sicherheit noch kennt. Ganz lange Jahre wirklich bei Madrid gespielt. In Spanien. So, Wortgefecht zwischen Tribul und Stöger. Schiedsrichter gibt aber keine Karten. Jetzt die Gladbacher. Perisic mit der Flanke. Xhaka kommt. Was soll ich dazu sagen? Diese Pflaumen. Das ist die zweite Chance gewesen für Gladbach und die machen den. Granit Xhaka aus dem Hintergrund. Und wir schaffen es nicht, ne? Wir schaffen es nicht, eine von den großen Chancen zu verwerten, die wir in der ersten Halbzeit hatten. Jetzt haben wir hier kurz nach der Halbzeit den Ausgleich kassiert. Kann nicht sein. Das kann es nicht sein. Und ich werde das, glaube ich, gleich wirklich dann mal machen. Und einfach die beiden Offensiven dahinstellen. Tag gegen Stießen vor die Füße von Dominguez. Och Gott. Das ist das gleiche Ding wie eben mit Beister. Adler ist chancenlos. Aber hier geht er nicht ins Tor. Hier geht er nicht rein. Haben wir ein Glück. So, Beister, der Torschütze, behauptet sich gegen Kier, zieht ab. Schreiner ist noch dran. Und verhindert den zweiten Treffer. Natürlich. Natürlich. Was hat er denn für eine Note? 2. Natürlich wieder besser als unser Torwart. Es ist ein Witz. Es ist wirklich ein Witz. So, mir fällt da nichts zu ein. So, die beiden Offensiven. Bin mal gespannt. Also das ist jetzt quasi die Aufstellung, die ich auch in FIFA 14 jetzt zuletzt gespielt habe. Dieses 4-1-4-1 mit Bakali vorne drin. So, Max Meyer. Ne, nicht Murk. Ich wollte doch Meyer haben, Mensch. So, so ist richtig. Ja, müssen wir natürlich jetzt die Taktik ein bisschen drauf einstellen. Dass der Reinhardt so zurückgeht. Dass wir wieder die beiden IV ein bisschen nach vorne lassen. Stöger, na, die sollen eher dann lieber so ein bisschen zurückgehen. Das ist, glaube ich, dann sinnvoller. Ezekiel nicht so viel. So, belassen wir es dabei oder wechseln wir nochmal aus? 57. Im Grunde genommen, eigentlich haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Gut, Murk für die linke Seite. Was hat denn Stießen für eine Note? 2,5? Nee. Dann lasse ich das. Dann lasse ich das. Also wir können theoretisch Paco gleich noch reinschmeißen für Ezekiel. Aber das ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt noch mit einer knappe halbe Stunde zu spielen. Das bleibt ja dann noch. So, Eckball Stießen nach der ersten Ecke oder nach der zweiten ist ja das Tor gefallen. Das 1-0 für uns. Aber der Torschütze für Gladbach, Xhaka, kann den Ball erstmal klären. Beister. Beister, meine Fresse. Überhaupt nicht realisiert, dass das hier schon... Das sah so aus, als ob das geklärt ist. Klasse. Also ich meine, wenn ich ja nur am Fluchen bin, irgendwann kann ich die auch mal loben, sag ich mal super. Der Wechsel kommt natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so erwünscht, weil ich dachte natürlich nicht, dass wir jetzt hier führen würden, bevor der Wechsel ausgeführt wird. Tim Hoogland auf dem Weg nach vorne. Aber nicht die Entscheidung. Jetzt kommt wieder Gladbach. Kleine Chance, aber wir haben eben gesehen, die brauchen auch keine großen Chancen. Das 1-1 fiel nach einer kleinen. Philipp Hofmann, 8 Meter. Und Gott sei Dank kann Adler hier klären. Immer ganz gefährlich, die beiden Stürmer vorne, Stießen und Hofmann. Aber meine Mannschaft macht weiter, aber nicht mehr mit dem richtigen Druck. Es sind jetzt momentan nur kleine Möglichkeiten. Eckball, Stießen, Tobias Schreiner. Was ist das Geheimnis dieser schlechten Ecken? Fragt mich nicht. So, Paco kommt jetzt rein für Ezekiel. Wir haben eine gute Chance jetzt. Flanke von Stießen. Ezekiel taucht alleine vor Schreiner auf.
und scheitert per Kopf aus 6 Metern. Ja, mittlerweile ist er auf einer 1,5. Ich weiß nicht, was das ist. Dass die gegnerischen Torhüter ständig Weltklasse spielen müssen. Ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Das kommt mir so vor wie vor 10 Jahren, dass da mal irgendein Torwart eine 4 oder eine 5 hatte. So, Christian Schulz, ehemals Hannover, ehemals Bremen. Für Simon Kier, der jetzt in der Wirklichkeit nach Frankreich gegangen ist. OSC Lille, jetzt bekommt Samuel Stießen die gelbe Karte. Ja, ich weiß das, weil ich momentan an der Datenbank vorwerke. Für den Relaunch, der ja demnächst dann kommen wird mit RB Leipzig, da mache ich die kompletten Transfers der ersten 3 Ligen in Deutschland und wirklich auch die großen Transfers für die Top-Vereine der anderen Ligen. Und ja, da bekommst du einiges mit. So, ich will jetzt noch Murk bringen für Stießen, weil Stießen hat sich gerade die gelbe geholt, wie wir gesehen haben. Max Meyer, Finte gegen Hilbert kommt durch, hält drauf. Leider nur der Außenpfosten. So, wir spielen hier auf Konter. Ja, das ist okay. Pressing noch ein bisschen zurückfahren. Abwehrreihe noch mehr. Und ja. Sag mal, hinten dicht. Das sollten wir eigentlich schaffen können. 2:1. Gladbach ist ja auch nur 12. Also es ist in dieser Saison keine Spitzenmannschaft. Natürlich ist das Material da, um auch wirklich den Unterschied machen zu können. Mit den Angreifern vorne allein schon. Die haben ja nur wirklich Qualität. 10 Minuten noch, aber wir auch. Vor allem hinten Erfahrung ohne Ende mit Chiellini. Aufstrebendes Talent mit Tah. Und René Adler natürlich auch da hinten noch, falls da irgendwie alle Strecke reißen sollen. Es ist ja nicht so, dass wir hilflos wären in der Verteidigung hinten. So, es plätschert so aus. Jetzt kommt doch nochmal Gladbach. Jetzt macht mich hier nicht schwach, Jungs. Dennis Aogo auch noch unbedingt ein Ex-HSVer. Aber der möchte sich hier keine Feinde machen und verzieht mal mit Vorsorge. Okay, Nachspielzeit läuft. 60 Sekunden ist nicht viel. Und das bringt auch keine entscheidende Wendung mehr. Also ein schönes Spiel war es mit Sicherheit nicht, was wir hier gesehen haben. Auch die Noten in der zweiten Halbzeit doch recht abgestürzt. Also nachdem dann Ezekiel Stießen raus waren. Aber das ist wurscht. Wir haben gewonnen, wir haben die Punkte. Und wir haben jetzt noch 5 Spieltage. Und mal sehen, ob wir vielleicht sogar noch oben nochmal an Schalke Bayern rankommen. Bis gleich. So, zurück vom 29. Spieltag im Textmodus. Gladbach war ein doch wirklich starker Gegner. Also die Tabellenposition verschleiert das Potenzial so ein bisschen, wie ich auch eben schon gesagt habe. Also die können viel mehr, die müssen es halt nur zeigen. Haben einen guten Torwart mit Tobias Schreiner mit der Note 2,0. Er war der Beste seiner Mannschaft. Vorne hat's geklemmt. Also Xhaka, der Sechser, musste das Tor schießen, Vorlage von Perisic. Hofmann war schwach, genauso wie Felix Stießen. Ich glaube, den hat man gar nicht gesehen. Also vielleicht doch der Respekt vor mir, vor seinem ehemaligen Trainer aus Nürnberg. Ezekiel, Vorlage 2,0. Also er hat's eigentlich genutzt, die Chance. Auch wenn er mich wirklich wieder markiere gemacht hat am Anfang, dass er die Dinger da versemmelt hat. Beister trifft, sogar zweimal. Also wie gegen Moskau. Also so ein kleines Déjà-vu auf jeden Fall. Anfangs kritisiert worden, der gute Maxi Beister. Und dann macht er 2 Tore. Tja, wenn das immer so läuft, dann mache ich das gerne mit und dann schreibe ich das. Ja, ungewohnt, dass wir heute so viele gelbe Karten bekommen haben. Saad Abdallah, Stießen und auch Wangelig. Aber die Disziplin ist wirklich da, dass sich da keiner in die Gelb-Rote holt. Das ist auf jeden Fall das Positive. So, Murk hat keine Note mehr bekommen, das war klar, das war schon relativ spät. Meier 3,5, Paco ganz schwach 4,5, also der... Ich weiß nicht, ob sie uns da irgendjemanden anders jetzt verkauft haben und der echte Paco irgendwo in der Lagerhalle sitzt. Oder irgendwo auf den Fidschi-Inseln Urlaub macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die Ansprachen funktioniert, das ist auf jeden Fall auch schon mal gut, dass wir die Moral oben halten. Für die letzten 5 Partien und natürlich auch für den DFB-Pokal und für die Europa League. Beister Spieler des Spiels. Schlechtes Wetter, immerhin nicht unbedingt kalt. In Hamburg 18 Grad. So, gucken wir mal rein, die Tabelle. Schalke verliert. Tatsächlich. Sie haben es mal wieder vermasselt. Und wer ist schuld? Die Dortmunder. Das ist bitter. Also da gibt es wieder richtigen Zeckenhass. In Gelsenkirchen.
Tja, die Dortmunder selbst keine Chance mehr auf die Meisterschaft, aber den Schalkern das hier vermasseln. Ich glaube, das ist dann sozusagen der Rettungspunkt dieser Saison für die Schwarz-Gelben. Bayern jetzt 2 Punkte vor den Schalkern, weil sie natürlich erwartungsgemäß auch da in Düsseldorf gewinnen, 3-0. Nürnberg 0-0 in Frankfurt. Das ist wahnsinnig wichtig für uns, weil das heißt, es sind 9 Punkte jetzt. 3 Spiele. Das heißt, die könnten uns höchstens am 33. Spieltag überholen. Und das sieht natürlich für uns jetzt schon mal sehr gut aus, was die Quali für die Champions League angeht, weil der 3. Platz, der berechtigt ja direkt für die Qualifikation. Das ist der 4. Platz. Also die müssten dann momentan Stand sich qualifizieren für die Gruppenphase. Aber Bremen, Dortmund sind dran und auch Wolfsburg nicht abschreiben. Also nur 3 Punkte. Bei Leverkusen wird es schon ein bisschen härter. Ne? Die haben 44 Punkte. Weiß ich nicht, ob das noch klappen kann. Unsere zukünftige Mannschaft RB Leipzig verliert heute 2-0 in Stuttgart. Aber sie haben noch ein bisschen Polster. 4 Punkte auf Lautern und ja 6 Punkte auf Frankfurt auf dem direkten Abstiegsplatz. Düsseldorf, ja, 15 Punkte können sie noch holen, also fast abgestiegen. Also rechnerisch wird es noch gehen, aber wer glaubt da dran? Also ganz ehrlich, auch die vor mir, die haben ja alles verloren. Die verlieren ja momentan nur. Kann ich mir nicht vorstellen. So, wir gucken nach England. Chelsea wird hier 3-0 zu Hause abgefrühstückt von Tottenham. Ja, die schlechteste Top-Mannschaft Europas, würde ich momentan wirklich sagen. Das ist eine Hausnummer. Everton 4-1 in Sheffield, aber Sheffield wird dieses Jahr wahrscheinlich auch absteigen, nachdem Matt Green weg ist. Die Stütze der Innenverteidigung, ja, war ja von uns ausgeliehen gewesen letztes Jahr. Der ja jetzt zu Real Madrid gegangen ist, also die Karriere war wirklich sehr steil. So, können wir weitergehen. Wir haben heute 90 Minuten gekämpft und verdient gewonnen. Gladbach hat eine qualitativ hochwertige Mannschaft, die uns teilweise spielerisch überlegen war. Insgesamt bin ich mit meinen Jungs zufrieden. Tja, wenn man 3 Punkte holt, ist man immer zufrieden. Ist halt nur die Frage, ob es dann auch wirklich gegen absolute Spitzenmannschaften reicht. Auswärts vor allen Dingen. Weil das war jetzt halt ein Heimspiel und es war relativ knapp. Das muss man dann sehen. Aber wir haben zumindest 2 Spieler drin. Ist auch länger her, dass es so war. In der Elf des Tages die Flügelzange. Beister, zweifacher Torschütze und Schließen. Spieler des Tages ein ehemaliger Hamburger, Çalhanoğlu mit der 1,5 für die Dortmunder. Wird hier im Sturm aufgeführt. Man scheint hier kein Platz mehr war in der Mitte. Klasse. Teamleistung 3,18. Beste Mannschaft Stuttgart. Die sind noch die einzige Mannschaft, die unter einer 3 war. Also eher so ein bisschen so ein Mauerspieltag. Leipzig die schlechteste Mannschaft heute. Aber nicht insgesamt. Also da sind sie auf der 14. Also ungefähr da, wo sie auch tabellarisch angesiedelt sind. Wir auf der 5. Und ich glaube, da geht nach oben nicht mehr viel und nach unten auch nicht mehr viel. Also wir stehen eigentlich momentan ein bisschen besser da, als wir wirklich waren. Tja, Paco wahrscheinlich seit 500 Jahren kein Tor mehr geschossen. Wir können gerade mal reingucken hier. 3 Spiele, bis die Zusatzablöse fällig wird. Ich glaube, das sparen wir uns. 2-mal darf er noch spielen, beim 3. Spiel nicht mehr. Weil das ist Geld, das kannst du dir wirklich dann unter das Kopfkissen legen. Tja, das sind 3 Spiele jetzt in Folge hier gewesen. Das sieht nicht so schlecht aus. Es ist halt nur gefühlt so, ne, dass er halt so viel versemmelt. Und nicht gut spielt und einfach schlechte Noten hat. So, der Stegen ist der Beste. Und ja, das ist ein Riesenabstand. 2,52 mittlerweile. Richtig klasse. So, was haben wir hier? Yannick Landwehr. Ne, den habt ihr mir damals vorgeschlagen. Der war bei Hoffenheim, ist dann zu Dortmund gegangen. Für, wo ist es? 20 Millionen. Der hat sich jetzt hier verletzt, ärgerlicherweise. Das ist ja eigentlich nicht viel. Es sind 4 Tage, das geht relativ schnell. Also hier kommen immer wieder einem Namen bekannt vor, ne? Koray Günther zum Beispiel jetzt bei Köln, Goretzka bei Leverkusen. Wenn man mal so möchte, Pucki ist bei Düsseldorf. Ist schon interessant, also diese komplette Entwicklung mal zu sehen. Über 6 Jahre jetzt seit dem Beginn 12? 12 haben wir angefangen, also 7 Jahre jetzt. Das macht schon wirklich Spaß. Also ich könnte auch wirklich hier permanent in den Statistiken rumfuhrwerken, aber es ist für euch natürlich dann nicht so spannend. Fairplay Platz 3. Das ist in Ordnung. Haben wir heute ein bisschen was zugelegt, aber es reicht immer noch, um hier den Vorsprung zu haben. Bundesliga allgemein sowieso sehr unfair, wenn ich mal so sagen darf. Also in England war das
nicht so hoch, aber die geben natürlich auch nicht so schnell die gelbe, beziehungsweise rote Karten kaum. Also da muss schon echt viel passieren, wenn in England eine rote Karte gezeigt wird. So, starten wir in die Woche. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier passiert. Was als nächstes kommt. Ob das jetzt schon... Nee, Chelsea glaube ich noch nicht. Nee, Dortmund, Pokal. Muss gewinnen Pokal, wie jetzt Ayrton mir das so schön sagen würde. Aber das wird natürlich ein Brocken werden gegen Dortmund. Wir dürfen zumindest zu Hause spielen. Was ein nicht zu verachtender Vorteil ist. Ja, logischerweise werden wir das Spiel auch im 3D zeigen. Also ab dieser Runde, natürlich Halbfinale musst du das machen, vorher Viertelfinale auch schon. Also das ist wichtig. Also dann kommt Frankfurt. Das ist ja so ein kleines Schonungsspiel, würde ich sagen. Weil es ist auch zu Hause gegen eine Mannschaft, die hat eine Stärke von 785. Da kannst du das machen und danach kommt Chelsea auswärts, 25. Also in 11 Tagen. So, der Reserve hat auf jeden Fall gewonnen in 2-1. Bester Mann, Rasak Idrisu. Das ist gut, dass der wieder da ist, war ja verletzt gewesen. Das merkt man auf jeden Fall an. Der Anthony Ucha, mittlerweile bei Ulm, hat die Führung erzielt, 11. Minute. Wir haben das aber gut gemacht und wir haben es verdient gewonnen. 7 Chancen gegenüber 2 von Ulm. Perfekt. Also das ist jetzt wirklich dann der Klassenerhalt sicher für die Jungs. Ich großen Respekt auch an den Trainer, an Hüppier. So, da kann ich nicht, Beister. Leider. So, Sponsor zufrieden. Da stellen wir das mal ein. Genau, jetzt haben auch die Sponsoren funktioniert. Wir haben Möbelkraft als Sponsor. Die bekommen natürlich auch Freikarten wieder gegen Dortmund. Das ist klar. Wie sieht's denn hier aus? Sponsorenpyramide. Ja, ganz ordentlich bunt gemischt, würde ich mal sagen. Ich hatte da den Ordner falsch benannt, wo das hininstalliert werden sollte. Deswegen ging das vor kurzem nicht. So, zentral, ich habe nichts zu meckern. Ich glaube, wir können den Schritt vormachen. 17. Das ist unter der Woche. Mittwoch. Dann gegen Dortmund. Ja, und der allbekannte Lucien Favre, Trainerkarussell, Entlassungsschrift hier. Was haben wir denn sonst? Ich gucke mal ganz gespannt hier hin, ob da irgendwas von unseren Spielern steht. Lennart T. von Bremen zu Wolfsburg. Nacho Monreal, das von... Das ist ein, ich glaube, Malaga hat er gespielt. Ja, lange Jahre für Malaga gespielt, 6 Jahre insgesamt. Der jetzt auf dem Weg zu Atletico Madrid, oh nee, der geht zu Bilbao, der ist bei Atletico. So, Bundesliga hält sich noch vornehm zurück. Alexander Isaksson wechselt ablösefrei, das kann ich mir nicht nur so vorstellen, dass er zu uns kommt. So, die haben auf jeden Fall Hannover abgefrühstückt. 3-0, davor Leverkusen auswärts 3-0, davor Osnabrück 2-0. Und im ersten Spiel haben sie auswärts auch agieren müssen gegen Aalen. Da haben sie die einzigen Gegentore bis jetzt kassiert. Also Dortmund ist im Pokal eine Macht. Und ja, die darfst du nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Zumindest haben die nicht die absoluten Top-Spieler. Wenn René Adler bester Mann am Feld ist und der hat ja ungefähr eine 82, also die werden nicht so viele 80er haben, aufbieten können. So, da habe ich eben was gesprochen und ich glaube nicht viel. Was will er denn? Möchte fair bezahlt werden. Ja. Chiellini, erfahrener Trainer, hältst dich gut für dein Alter. Ja, fühlt sich wie Anfang 20. Sehr schön. Reinhardt, Rajkovic, möchte fair bezahlt. Was haben die denn alle mit der Kohle? Koklar, der soll mal mit Schusskraft weitermachen. Ja, 2 Spiele, das reicht. Also Hauptsache, das da unten ist okay. Dann passt es schon. Ja, der kommt. Also ein Schwede für Hamburg. Ich glaube nicht, dass es so ein Einfall wird wie beim letzten Schweden, der hier war. Markus Berg. Okay, Scouting alles abgeschlossen. Dann können wir doch eigentlich in die Taktik gehen. Und es wird gar nicht viel gewechselt. Also wir höchstens... Nee. Murk auch nicht. Mal Stießen, der hat eine 80, hat auch eine gute Form. Letschaks, der wird natürlich wieder reinkommen. Saad Abdallah hat sich da echt in den Fokus gespielt. Kommt jetzt auf jeden Fall auch auf die Bank. Hat sich da empfohlen. Suso oder Meier? Ich würde, glaube ich, Suso mitnehmen. Paco bleibt natürlich auf der Bank sitzen. Hinteregger. Hinteregger muss auf die Bank, wenn nicht sogar rein. Ja, für Chiellini. Tar bleibt stehen. Hat eine 12er vor, Moral ist Bombe. Das ist okay.
Schauen wir uns das mal an hier. Auf Konterspiel möchte ich jetzt gegen Dortmund nicht, da müssen wir ein bisschen was machen. Ja, nee, 45 ist okay, nicht zu viel. So, 45% von der Länge lassen wir es. Das scheint zu funktionieren. Teamvergleich. Lewandowski, Çalhanoğlu, das ist natürlich die Achse des Bösen da vorne. Der Großkotz da links, meisten Tore vorbereitet. Ich glaube, das kann Hoogland übernehmen. Und die Sonderbewachung auf Lewandowski. Da ist der Respekt natürlich immer noch da, auch wenn der mittlerweile schon ein bisschen älter ist. Aber der hat ja auch in dieser Saison gegen uns schon ein Tor gemacht, im 3D-Spiel. Da heißt es aufpassen. Adam Maher werden wir auch wiedersehen, unseren ehemaligen defensiven Mittelfeldspieler aus Nürnberg, der dann von der KI von Nürnberg nach Dortmund verschenkt wurde, leider, wie das ja so oft war. Okay, das ist die Startelf fürs Pokal-Halbfinale. Zu Hause in Hamburg gegen die Schwarz-Gelben. Finale oder nicht? Bis gleich.